Hallo zusammen. Liebe Gebärdensprachgemeinschaft. Herzlich willkommen zur Fastenaktion. Sie trägt den Titel Es geht gerecht. Heute ist der 5. Fastensonntag und wir betrachten noch einmal unsere schöne Welt. Und in diesem Zusammenhang erzählt Jesus ein Gleichnis. Das Gleichnis vom Senfkorn. Wir fokussieren uns auf die Welt. Es gibt so viele kleine Samenkörner, ganz winzige. So viele verschiedene. Unzählige, unglaublich viele. Das Typische ist, dass man sie in den Boden säen muss. Im Boden verwandeln sie sich. Sie keimen und sie wachsen, werden groß. Dann reift die Pflanze und es kommen Früchte. So ist das mit den Samenkörnern, so verhält sich das mit den Samenkörnern. Es gibt verschiedene Samenkörner, ganz, ganz winzig kleine. Es gibt aber auch sozusagen große Samenkörner, riesige. Kleine, große, unterschiedliche. Beide sind sehr wichtig und beide sind sehr wertvoll. Hier haben wir zwei Beispiele. Das eine sind Kartoffeln, die sind natürlich sozusagen riesige Samenkörner. Und es gibt noch so ganz winzig kleine Samenkörner, ganz, ganz kleine. Die sind so winzig. Sind die auch wertvoll? Ja, die sind genauso wichtig wie diese großen. Kleine, große, beide sind wichtig. Wir brauchen beide. Wir Menschen haben aber eine typische Schwäche. Das ist bei uns so. Wir schauen immer schnell auf das Große. Wir fokussieren uns. Das interessiert uns. Die kleinen Dinge übersehen wir oft. Wir nehmen sie manchmal gar nicht richtig wahr, weil sie so klein sind. Das ist ganz oft so. Wenn die ganz, ganz winzig sind, werden die oft übersehen oder sogar vergessen. Und manchmal empfindet man das als nicht so wertvoll, wertlos. Das ist bei uns Menschen häufig so, ja, eine Schwäche sozusagen. Ich möchte einige Beispiele geben. Es gibt große Aktionen und ganz kleine Aktionen. Wir schauen sehr schnell auf riesige, bedeutende Aktionen und die ganz kleinen Aktionen, die übersehen wir, die vergessen wir. Wir nehmen sie nicht wahr. Nehmen wir mal den berühmten Kaffeekuchentreff. Ist das denn eine Aktion? Ach, das ist eigentlich nichts Besonderes. Fast schon ein wenig primitiv. Manchmal spottet man sogar darüber. Wir schauen auf die großen Aktionen. Eine Konferenz, eine Tagung, etwas ganz Besonderes. Das ist was Besonderes. Aber bei diesen kleinen Kaffeekuchentreffen, die sind auch wichtig. Denn dort entsteht Nähe, dort entsteht Freundschaft. Dort kann man Wichtiges fördern. Wir sollen das nicht einfach übersehen und nur das Große angucken. Nehmen wir ein Beispiel aus der Kunst. Es gibt Taubblinde, die zum Beispiel gerne eine Postkarte basteln. Das empfinden wir fast schon ein wenig als primitiv. Das ist ja nicht so wie eine tolle Kunstausstellung zum Beispiel. Etwas ganz Tolles, wo man hingehen kann. Es gibt aber Taubblinde, die gerne basteln und dann diese Karten zum Beispiel weiterschenken. Das fördert die Beziehung zu anderen Menschen. Ein weiteres Beispiel ist auch ein gewöhnlicher Spaziergang. Ach,
Was ist da dran schon Besonderes? Man möchte lieber einen großen Ausflug, ein besonderes Museum, eine besondere Aktion anschauen, eine tolle Freizeit, etwas Tolles, einfach nur spazieren gehen. Och, das ist doch langweilig. Aber beim Spazierengehen kann man das Vertrauen fördern. Einfach spazieren gehen, ja, aber es ist auch wichtig. Ich nehme noch ein weiteres Beispiel. Es gibt riesengroße Völker und es gibt ganz kleine Völker, die man quasi übersieht oder vergisst. Große Kulturen gibt es, auf die man gerne blickt. Und kleine Kulturen, die fast schon übersehen werden. Ein bisschen so wie bei den Sprachen. Englisch ist eine Weltsprache, die Gebärdensprache dagegen eine ganz kleine Sprache. Naja, von wenigen benutzt. Jesus aber mahnt uns. Wir sollen auch das Kleine lieben, ebenso wie das Große. Weshalb betont er das so? Mit diesem Gleichnis schenkt er uns ein wunderbares Geheimnis. Jesus verspricht uns, dass etwas ganz, ganz Kleines, das man sät, dass daraus etwas Großes, ein riesiger Baum wachsen kann, sogar Vögel kommen und nisten dann in diesem Baum. Das bedeutet also das wunderbare Geheimnis ist, wenn wir die kleinen Dinge, egal ob es kulturell ist oder einfach die kleinen Dinge lieben lernen, dann dürfen wir hoffen, dass daraus mehr Liebe entsteht, dass es gut wird, dass man Freude bekommt, wie Vögel, die in einem Baum nisten können. Ist Gerechtigkeit möglich? Ja, Gerechtigkeit ist möglich mit der Liebe zu dem Kleinen. Dann geht es gerecht.